Sehr warm. Haben wir denn? Fast 30 Grad. Oh. Das ist so gut. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Oh, ist das schön. Herrlich. Ja. Schön. Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Eine neue Folge, ja, Projekt Schrebergarten, wenn der Name dann so bleibt. Ja, wo fange ich denn an? Ich weiß das gar nicht. Ich muss sagen, ich bin heute ziemlich durch und bin auch ziemlich down hier angekommen. Habe heute so ein Wechselbad der Gefühle und bin auch körperlich ziemlich aufgebraucht gerade. Aber dennoch, ja, bin ich jetzt hier und drehe auch ein Video, trotz, ja, was ich in den Kommentaren auch lesen durfte. Gerade wenn es mir so geht, Lars, mach da Pause, kümmere dich um dich. Aber ich bin gerade hier, weil mir das gut tut. Ich weiß, was mir gut tut. Wenn ich Energie brauche, wenn ich wieder ein bisschen Energie tanken möchte, und dafür bin ich hier. Und ich merke da schon die letzten Minuten, das ist übrigens mein zweiter Versuch. Ja, und gerade hat das meine Stimmung schon ein bisschen aufgehellt und mir Kraft gegeben. Musste jetzt aber nochmal starten, weil ich nachher gemerkt habe, dass die ganze Linse dreckig war und so mit Sahne dann. Ja, ihr wollt ja auch was sehen, ne? Ist irgendwie besser. So, und der aufmerksame Gucker wird schon irgendwie festgestellt haben, dass es im Grunde genommen überall was zu sehen gibt. Und auch Neuerungen. Es gab letzte Woche schon eine Runde durch meinen Garten mit allem, was passiert ist. Das wird heute nicht anders sein, aber anders in dem Sinne, dass es definitiv kein gleiches Video wird. Jede Folge ist bei mir anders. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt jede Menge Überraschungen. Ich habe gerade auch selber schon ein paar entdeckt. Eine riesen Freude. Und ihr könnt sehen, da hat sich was getan. Da hat sich was getan. Die Richtung hat sich was getan. Da hat sich was getan. Eigentlich irgendwie überall was. Und ja, da möchte ich euch eigentlich mitnehmen und hier vorne einfach mal anfangen. Einfach mal loslegen. Und dass ihr es hier sehen könnt, ist ja, ich habe hier so ein bisschen Ranghilfe gebaut für die Erbsen. Und das Grün, das kommt immer höher. Echt richtig schön. Ist mir eine pure Freude, wird wunderbar angenommen, funktioniert. Ja. Ja, und hier vorne war ich auch sehr überrascht, weil das schon ziemlich dicht gewachsen ist, muss ich sagen. Es hat nochmal einen richtigen Schub gekriegt. Bei uns hat es, was jetzt gestern und vorgestern, jetzt muss ich mal kurz überlegen, nee, gestern war das, war hier mit Gewitter und so, war jetzt nicht zu doll, aber schon ein sehr starker Regen ohne Wind. Ja, zu Hause auch auf dem Balkon oft verbracht und das dann auch richtig genossen. So, und ich möchte auch hier direkt mal zeigen, nicht was ihr da vor der Linse schon sehen könnt, sondern ein Stückchen weiter sieht das auch noch richtig gut aus. Dafür nehme ich euch mal in die Hand, denn aus meinem Blick sieht das hier gerade so aus und wir stiefeln mal weiter. Denn hier auf der Seite sieht das schon richtig weit aus. Wow, echt. Also, macht mir Riesenfreude. Ich hatte ja auch ganz viel Laub gemulcht und wollte mal gucken, wie sich das so entwickelt. Hier ist ja auch noch Wolle drin, die Schafswolle, Reste eingearbeitet. Ich hatte da ja noch einen Haufen und ja, so nach und nach ergibt das hier doch alles irgendwie Sinn. Auch wenn ich das mit Mischkultur der Buschbohnen gemacht habe, denke ich, dass das vom Timing her, ich habe die extra ein bisschen später reingemacht, weil ich dachte, die sind dann nachher viel zu schnell. Aber jetzt ist das so, jetzt kommen wahrscheinlich die Buschbohnen nicht hinterher. Ich hatte ja letztes Mal den Tipp, dass ihr mit ja, Kartoffelbuschbohnen, dass das eine Geschichte ist, die zusammenpasst, eine Mischkultur. Ich das dieses Jahr zum ersten Mal probiere. Ja, da muss man, denke ich, immer noch mal irgendwie aufs Timing achten. Ich könnte mich gerade in die Hängematte legen, denke ich. Ja, aber das jetzt bin ich drin im Video, jetzt bin ich da rangedroppt und jetzt soll ich auch mal weitermachen. Ja, ich bin ein bisschen schlaftrunken, glaube ich schon. Ja. So, und dann möchte ich nochmal Danke sagen an alle Zuschauer, die ja nicht nur für eure Unterstützung, ich will jetzt gar nicht
abschweifen, sondern auch schon bei der Sache bleiben, und zwar da, wo ich drauf zugehe. Vielen Dank für eure Kommentare, das Aufklären, was für eine Pflanze haben wir hier vor uns, weil ich hier immer wieder irgendwas entdecke, was ich nicht kenne und dann irgendwie mit euch teilen möchte. Ich lerne das ja alles, und alles, was sich da irgendwie festigt, gebe ich dann an euch weiter. Ups, Zungendreher, Knoten in der Zunge. Und hier vor mir habe ich auf jeden Fall den Hahnenfuß oder auch Butterblume genannt. Ja, der hat sich überall so ein bisschen breit gemacht. Da sieht man, finde ich persönlich, eine sehr schöne Pflanze. Mag ich die gelben Tupferl. Hier haben wir auch nochmal Butterblume, Hahnenfuß. Und ja, ansonsten hier so ein bisschen Mulch drauf, Tomatenpflänzchen. Ganz klein, können kommen. Die Lupine gerade entdeckt. Ach, wie schön. Na, das macht sich doch. Oh, und hier, guck mal. Wie schön ist das denn? Also, ich hatte noch nicht so zwei verschiedene Farben in einem Beet. Aber ich denke mal, hier wird sich allgemein noch sehr viel tun. Ist auf jeden Fall ein sehr beliebter Hummelmagnet. Oh, und auch die Goldrute gibt richtig Gas langsam. Ganz schön kontrastreich hier. Ha, habe ich gerade von Hummeln geredet. Wir haben auch Wildbienen. Ich hoffe, ich darf ran. Nö, wieder weg. So, und hier hat man mir gesagt, da wächst Topinambur. Bitte nicht. Hier will ich kein Topinambur haben. Das wäre nicht schön. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil hier hatte ich nichts. Das ist ein Samen von irgendwas anderem gewesen. Also werf mal irgendwas rein in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt, was das sonst sein könnte, wenn nicht Topinambur. Dafür gehe ich noch mal ein bisschen ran. Das wurde mir auch oft gesagt. Das ist irgendwie doch ein bisschen rauer, samtiger. Nee, samt nicht. Also hier, ihr könnt das, hören könnt ihr das nicht. Och, und auch hier, guck mal. Das kommt jetzt alles richtig schön. Hier vorne habe ich noch die Zitronenverbene rein. Und generell überall irgendwo Sonnenblumen. Also die sind echt überall verteilt. Und da wir schon bei Sonnenblumen sind, hier sind ja auch immer fleißig welche drin gewesen. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich darum, dass ich jede Menge Mais reingebracht habe. Also ihr könnt das sehen, Riesenfeld an Mais. Hier ist noch die Voranzucht. Da ist Kohlrabi, Blumenkohl, und da hinten haben wir Brokkoli. Beim Blumenkohl war das mit dem Saatgut sowieso mit Fragezeichen, sage ich immer dazu. Ich habe aber hier das Gefühl, Brokkoli ist dabei. Ist doch mal ein Start. Ja, ansonsten Mais, Sonnenblumen. Von Rot, Schwarz, Grün, Gelb, roter Popcorn-Mais ist irgendwie alles dabei. Und das Geschichtchen ist ja nicht irgendwie nur Mais, sondern nachher auch eine Mischkultur. Und zwar nach den, das bekannte Milpa-Beet oder Indianer-Beet, Inka-Beet, wie ihr das nennen mögt. Und das einmal quasi drumherum habe ich hauptsächlich den Mais. Dann gibt es da eine Pflanze Kürbis. Ganz hinten ist nochmal eine Pflanze Kürbis. Und da, wo das Loch ist, kriege ich vom Herbert noch eine Pflanze, auch nochmal Kürbis. Ja, das kann ich dazu sagen. Und ja, wenn das alles ein bisschen kommt, kommen dann noch die Stangenbohnen rein. Keine Eile, die Pflänzchen sollen ja ein bisschen anwachsen und hochkommen können. Aber ich sehe da schon, da tut sich was. Ging ja fix, habe ich erst vor 2 Tagen gemacht. Ja. Ja, und dann ranken die dann nachher beim Mais und bei den Sonnenblumen hoch. So, hier gibt es auch echt Tolles zu entdecken, finde ich, so Stück für Stück. Werde ich aber nicht näher darauf eingehen, das darf nachher von alleine sprechen, wenn es blüht. Hier das Bäumchen, gibt auf jeden Fall auch noch Gas, das möchte ich noch einmal zeigen. Richtig schön. Ah, ja, das wird spannend. Dann ist das Beet fertig geworden, da war der liebe Flo bei. Habe ich hinterher noch ein bisschen Sonnenblumenreste und so eingearbeitet, einfach damit sich das ein bisschen verkompostieren kann. Wolle ist noch da drunter und dann habe ich das auch gemuldigt. Ganz wichtig bei der Geschichte, ich gieße dann immer noch hinterher mit effektiven Mikroorganismen. Das verhindert dann Schimmel und freut sich sowieso. Also das Bodenleben, effektive Mikroorganismen darf gar nicht fehlen. So, und dann sehe ich gerade, wenn es auch an anderer Stelle war, ich spring im Thema, hier das Waldvergissmannicht. Und zwar auch vielen Dank. Hier stehe ich nicht gut. So, hier, das ist das Waldvergissmannicht. Ganz Mini-Blüten. Voll schön. Ja, und dann gehen wir gleich weiter. Könnt ihr das auch schon sehen, die Keimquote von den Erbsen nicht so toll. Waren immer noch diese Smoothie-Erbsen, meine ich. Bin mir nicht so sicher. Aber dafür kommen die Kartoffeln, bis auf eine. Könnt ihr das eigentlich am Muster schon erkennen. Es geht so ein bisschen zick, zack, zick, zack.
Zick, das Zack fehlt. Ja, aber nö, ist dann Platz für andere Pflanzen. Und ja, ich möchte auch mal empfehlen, also diese Deko-Elemente mögen Vögel richtig gerne. Also da, ich habe ja überall so ein bisschen was. Und das macht auf jeden Fall was sehr, oh, ist das schön. Schön, wenn man so viel fertig hat. Ja, dann hat man hier noch jede Menge Spinat, Radieschen und so weiter. Sehr, sehr spannende Angelegenheit, weil, das zeige ich euch direkt, dafür stiefel ich einmal rüber. Ich hoffe, das Tonbandgerät bleibt an. Meistens beim Hinknien und so geht das gern mal aus. Und zwar hier, Lars hat eine neue Kreuzung entdeckt. Habt ihr schon mal lila Radieschen gesehen? Gibt's lila Radieschen? Ich habe gesucht, nichts gefunden. Hier auch. Ne, rot, rot, rot. Das hat sich irgendwo eingekreuzt. Ich habe ja auch eine Theorie, die ich noch für mich behalte. Ich habe noch nie lila Radieschen gesehen. Lila Radieschen. Und ich habe sie auch schon gekostet. Super lecker. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz freudiges Geschichtchen. So, und jetzt habe ich mich ein bisschen abgelenkt. Wo bin ich denn? Jetzt bin ich hier einmal längs gestiefelt. Was da hinten noch zeigenswert, nicht ganz so wichtig, habe ich im letzten Video gezeigt. Ich begebe mich jetzt erstmal wieder hinter die Kamera und zeige euch mal, was hier vorne passiert ist. Genau, das ist ein guter Weg, wenn ich dann schon mal hier bin. Die Wege sind wieder frei. Das Kiholbeet ist so ein bisschen offengelegt und wartet natürlich auf ein bisschen Liebe. Ne, hier Brennnesseln, Brennnesseln, Brennnesseln. Die sind jetzt weggekommen. Und zwar, um dann wieder die Jauche zu machen, den Dünger, selbstgemachter Dünger aus dem Garten, ohne dass man irgendwie Geld investieren muss. Wunderbare Sache. Wer effektive Mikroorganismen hat, die ja auch vermehrbar sind, ist das dann auch eine sehr, sehr nachhaltige Geschichte. Ja, das gute Kiholbeet. Wer das irgendwie nicht kennt, noch sind keine Pflanzen drin, aber ja, ich nehme mal ein bisschen Abstand, dann könnt ihr das auch ein bisschen besser betrachten. Und zwar, die meisten kennen das ja schon auf meinem Kanal, weil generell habt ihr ja vielleicht schon davon gehört. In der Mitte gibt es einen Kompost, drumherum baut man an und dann ziehen sich die Pflanzen, also viele Pflanzen davon, dann irgendwie aus der Mitte dann die Nährstoffe, wobei natürlich auch ein reger Betrieb da unten herrscht und die Tiere natürlich auch die Sachen dann verteilen. Übrigens, die ganzen Brennnesseln sind hier nicht umsonst gewachsen. Das ist ein sehr stickstoffhaltiger Boden. Also, wenn da nichts drin ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, und tingeln wir mal weiter. Und zwar hier. Da habe ich so ein bisschen Reste verteilt, um Tieren wieder Lebensraum zu schaffen. Ich habe auch schon Eidechse rumflitzen. Sind jetzt nicht an der Stelle, aber ganz in der Nähe. Und das ist halt so für solche Tiere, Käfer. Ach, ich muss euch das nicht alles aufzählen. Spricht für sich, denke ich. Kennt ihr auch aus meinen Videos. Und hier habe ich ein seltenes Gewächs gefunden, was ich noch nie vorher gesehen habe. Guckt euch das mal an, da sind so Stacheln auf dem Blatt. Unten sammelt sich auch Wasser. Ja. Die pieten auch. Oh, seht ihr das? Spannend. Jetzt knickt sich das bestimmt gleich zurück. Seht ihr das? Jetzt hat er aufgehört. Na gut, ich soll mal verschwinden, sagt er. Dann geht es hier weiter. Und hier habe ich jetzt mal so ein paar Sachen freigelegt. Hier gibt es auch weiter nichts zu zeigen. Also das sind so Sachen, da muss ich mal komplett beigehen. Aber den vorderen Bereich hier, da möchte ich ganz gern beigehen. Hier hatte ich Beifuß drin, das habe ich mit in die Jauche gegeben. Ja, ich bin immer noch mit dem Prinzip Leben bringt Leben unterwegs. Mache das immer so freischnauze, was ich zur Verfügung habe. Oh, hier hat sich einmal... Das ist ja spannend. Wow. Guckt euch das mal an. Hier haben wir einmal Liebstöckel, also Magikraut. Und hat sich hier das Labkraut breit gemacht. Das habe ich auch gelernt. Vielen Dank in den Kommentaren. Kommt immer sowas bei rum. Dann kann ich das immer wunderbar weitergeben. Ja, und ansonsten hier überall Erdbeeren zwischen. Das erkennt ihr an den weißen Blüten. Petersilie werden gerade noch nicht erwähnt und gezeigt. Auf jeden Fall jetzt. Alles voll Petersilie. Ne, das ist so eine Art Mischkultur, beziehungsweise etwas, was sich selber zusammengefunden hat. Dann haben wir hier noch Saueranfer, das sind die. Kann man auch die Blätter schön essen. Ich weiß nicht, inwieweit das weitergeht, da fehlen mir noch die Informationen. Ansonsten, wie auch in anderen Videos, bitte informiert euch immer selber, was man essen kann, was nicht. Ihr steht selber in der Verantwortung. Und
Nicht einfach irgendwas probieren. Immer vorsichtig an die Sache gehen und sich auf jeden Fall informieren. Ich bin kein Fachmann, ich bin jemand, der zum Gärtnern gefunden hat und teile meine Erfahrungen mit euch und möchte mich auch nicht als Fachmann ausgeben. Das bin ich einfach nicht. Ja, weiter geht's. Von dieser Seite nochmal richtig schön zu sehen, wie schön frei das ist. Als es frei war, bin ich auch erstmal ein paar Mal rumgetingelt. Ich glaube, viermal bin ich spazieren gegangen drumherum. Das war so schön. Und hier habe ich mich dazu entschieden, das erstmal stehen zu lassen. Dieses Jahr ist ja irgendwie komplett anders. Das wisst ihr ja, für alle, die mich so verfolgen, möchte ich jetzt auch gar nicht groß wiederholen. Und hier war der Flo fleißig. Den Flo hatte ich ja zu Besuch. Der hat sich dann als zweites hier drum gekümmert. Das andere, das war da hinten, das Beet, was ich euch gezeigt habe. Hinter der Pyramide, nicht das Weiße, das Gemulchte. Und obwohl er beim anderen auch bei war, gar keine Frage. So, was gibt es hier denn noch zu sehen? Soll ich euch noch mal nach oben schicken, ein bisschen mehr Vogelperspektive, einmal Rundumblick. So sieht das derweil aus. So, zurück zu mir. Wo machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, das Geschichtchen. Und zwar hier vorne geht es weiter. Hier war ja eine Mischkultur, einmal Tomaten und den Rotkohl habe ich hier reingesetzt, der ja generell auch, denke ich mal, länger brauchen wird. Somit ja, vom Timing einfach mal was ausprobieren. Denn ja, also generell, ne, hat alles einen Schub gekriegt. Sieht toll aus. Hier halt noch drei Tomaten. Da noch nicht zu sehen, Porree drin. Dann habe ich hier die Eiszapfenradieschen. Eine Distel hat sich da breit gemacht. Achso, hier habe ich noch was gefunden, das interessiert mich. Was ist das denn, liebe Leute? Da könnt ihr mir ja vielleicht wieder weiterhelfen. Und ja, den Leuten, die es da draußen interessiert, gibt es bestimmt ein paar Neugierige. Also ich freue mich immer, wenn ich unter den Kommentaren entdecken kann, dass das weiterhilft, dass das irgendwie Mehrwert für euch ist, dass ihr euch gegenseitig weiterhelft. Muss nicht alles von mir kommen irgendwie. Und ja, ist eine Riesenfreude. So sieht das jetzt halt hier aus. Und überall am Rand diese wunderschönen, ja, Namen vergessen. Wie heißt er denn? Inkarnatklee, ja. Genau, dankeschön. Hat mir gerade eine Biene gesumst. Und auch hier zwischen Wald vergisst man nicht. Richtig schön. Ja. Und Erdbeeren und Blumen und von bis, ne? Also Ringelblumen und so. Das Geschichtchen hat sich nicht ausgezahlt. Ich glaube, da kommt nichts Tolles mehr. Also bitte widersprecht mir, wenn da noch was Tolles draus wird. Das würde ich sonst bald rausnehmen, dass sich das nicht weiter aussamt. Wenn das eher Gras ist. Den Garten melde. Ja, so sieht das hier aus. Ist alles ein bisschen am Nachwuchern und bietet mir bald wieder neues, ja, Mulchmaterial. Ja, hier haben wir nochmal Liebstöckel. Der ist dieses Jahr besonders groß, wie ich finde. Ja. Hier unten habe ich auch noch eine Lilie, aber die musste auch schon ein paar Mal, die muss eine ganz andere Stelle kriegen. So geht das nicht weiter. Oh, jetzt habe ich was entdeckt. Wäre eine ganz stürmisch-regnerische Tage. Und hier sieht man es auch. Aber hier unten hat noch ein bisschen was überlebt. Sieht das nicht schön aus? Die erste Phacelia ist offen. Da vorne seht ihr sie, beziehungsweise schon zwei. Hatte ich vorhin eigentlich eine schöne Aufnahme mit Wildbiene dran. Ja, da hinten wächst es fleißig. Boah, der Knoblauch geht ab, sehe ich gerade. Schön, da unverändert. Ich lasse das alles ein bisschen nach den Permakulturprinzipien wachsen, was zusammen sich ein bisschen ergänzt. Ja, so findet sich alles. Hier haben wir auch wieder Inkarnatklee. Hier kann ich auch nochmal rumtingeln, da war ich vorhin auch schon. Und zwar, ich durfte feststellen, einmal, das sind Zwiebeln. Da hatte ich wohl noch irgendwie Steckzwiebeln liegen, die ich dann irgendwo mal hier rein. Na, jetzt habe ich aber ein Tierchen gehört. Ja, dann habe ich hier eine Pflanze, die ich nicht kenne, beziehungsweise mir schon zweimal der Name gesagt wurde. Ich vergesse es jedes Mal. Ein Wort mit Herz im Namen. Habe ich von der Nachbarin gekriegt, die konnte das genau bestimmen. Und ich sehe hier schon wieder Pflänzchen mit so farbigen Blüten. Was sind das? Also irgendwie hat sich hier super viel selbst ausgesamt. Ja, und hier der Rhabarber darf blühen. So, und dann gehen wir mal hier rüber. Hier haben wir die Akelei, die ist richtig aufgegangen. Sieht das nicht schön aus. Da haben wir die Kronenlichtennägel, dann haben wir Lemon Queen, hier die Zucchinis, die wachsen, wachsen. Ja, Luffergurke im Freien funktioniert definitiv nicht, auf jeden Fall nicht im Norden bei uns. Ne? An mehreren Stellen probiert,
alle haben nicht funktioniert und auch auf dem Balkon tut sie sich sehr, sehr schwer. Aber sie lebt noch. Bei mir zu Hause auf dem Balkon gibt es noch ein Exemplar. Apfelbaumblüten gehen langsam weg. Äpfelkorben sehe ich auch schon überall so ein bisschen. Sollen wir da mal hingucken? Da kann man das sehen. Guck mal. Oder da. Gut, wollen wir mal weiter. Da haben wir noch Salbei und Rosmarin stehen. War angedacht, das hier reinzubringen. Hier soll ich halt noch mal ein bisschen beigehen. Ein Kanalklee, richtig, richtig schön. Wow, ist immer gut besucht. Also immer, nicht immer. Immer macht es schlimmer. Das sind immer so blöde Wörter. Nie, immer. Ihr kennt das da draußen. Ja, überall gibt es was. Das ist übrigens das Ergebnis hier von dem Inkarnatklee. Ich habe ja eigentlich einen Weg von Inkarnatklee machen wollen, aber es war noch zu viel Quecke da und somit war die Konkurrenz Quecke dann letztendlich erfolgreicher. Aber es ist ein bisschen mehr geworden. Jetzt haben wir hier noch eine Wildbiene mit roten Pollen an den Beinchen. Vielleicht ist das gleich zu sehen. Ja, so ein bisschen schon. Das ist ja spannend. So, wollen wir sie mal in Ruhe lassen? Oh, ich gehe ein. Ich habe vorne aufs Thermometer geguckt, bei mir im Garten. Oh ja, bei mir im Garten sind das irgendwie 29 Grad. Also auf jeden Fall vorne da beim Wasser, bei den Steinen. Ihr kennt das mit dem Thermometer. Ja, ach, das Wetter ist schön. Oh, Schatten. Oh, hallo Weide. Ich bin Weidekuschler anscheinend. So, wollen wir weitergehen? Da tut sich was, oder? Auf jeden Fall einen Schlag reingehauen. Hier haben wir dann den Fortschritt der Bananen. Ordentlich gemulcht, auch wieder effektive Mikroorganismen rein. Dann wächst hier wieder was. Mal gucken, was das wird. Vielleicht Beifuß, ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier, ja, Beinwell wieder. Übrigens verschiedene Stellen jetzt. Hat sich einfach breit gemacht. Echt spannend. Hier hinter versteckt eine Malve. Und wer genau hinguckt, kann auch schon die Farbe erkennen. Na, was tippt ihr? Mal gucken, ob das wer rausfindet, aufgrund dieser kleinen Aufnahme. Ja, und wenn ich hier dann so weiter tingle, kann ich euch noch mehr zeigen. Ein bisschen natürlich, wo Gras lag, das sieht man natürlich. Oder Mulchmaterial. Ich habe Stroh geschenkt gekriegt, habe mich jemand einfach angehauen. Auf dem Weg in den Garten, hier, willst du das haben? Ich dachte so, hä? Wo weißt du, dass mich das interessieren könnte? Ja, du fährst hier immer mit Gemüse vorbei, etc. pp. Fand ich sehr spannend und fand ich auch gut. Ich weiß noch nicht, wo ich das einsetzen möchte. Hab mit dem Stroh halt noch nicht gearbeitet. Also ich habe die ganze Zeit hier drauf gezeigt, aber ich habe davon geredet. Ne? So, Brennnesseln, Brennnesseln, Brennnesseln. Hier hinten habe ich auch die Jauche übrigens. Dö, ist sie drin? Ja, ansonsten, was gibt es noch zu zeigen? Hier alles schön. Hier haben wir auch noch mal. Ich muss aufpassen, dass ich nicht das Diktiergerät aus Versehen ausmache am Pop ist. So. Ach, was ein schöner Blick. Es wird hier schon richtig dicht. Ja, hier wurde gebastelt, das kann ich euch vielleicht auch noch zeigen. Vielleicht auch in einem anderen Video. Topinambur wächst fleißig. So, gehen wir mal weiter. Hier, hier, hier. So, wird auch schön gegrillt. Ich hatte richtig schöne Grilltage, zweimal gegrillt. Und hier können wir noch weitergehen. Salat wächst und auch die Tomaten. Hier sieht gut aus, deutscher Fleiß. Dann hatten wir hier verschiedene Salate. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich esse das einfach. Sind alle toll. Ja, und da hinten sind noch mal Tomaten reingekommen. Da stand auch erst eine Luffergurke. Jetzt habe ich zwei rote von Herbert da drin. Beziehungsweise die Blätter sehen unterschiedlich aus. Ist er da sicher, dass er mir das richtig gegeben hat? Ja. So passiert das dann immer. Ich glaube, das geht euch da draußen auch bestimmt auch so, dass ich mal was vertausche oder was verwechselt und dann taucht irgendwas im Garten auf und dann denke ich so, ui, was kommt da denn? Und dann ist das nachher eine ganz, ganz spannende Sache. Boah, ist mir warm. Oh. Übrigens, wo ich jetzt hier hinten bin, ich will die Tiere gar nicht nerven. Hier im Pavillon wird genistet. Da wird genistet. Ich muss echt aufpassen. Ich konnte aber hier noch ein paar Aufnahmen ergattern von den Drosseln. Zeige ich euch ein anderes Mal. Verspreche ich jetzt mal an diesem Punkt, aber wenn ich jetzt dieses Video fertig kriegen möchte, dann. Na, da war wieder ein Tier, was mich ablenkt. Es verschwindet aber gerade, das kann ich euch nicht aufnehmen. Oh, ich muss in Schatten. Oh. Dann wurde mir noch ein Pflänzchen in die Foodsharing-Auslage gestellt für andere Menschen, aber riecht irgendwie, ich kann aber nicht sagen, was das ist. Roch auch ein bisschen zitronig.
Kann das jemand sagen, was das ist? Also dran steht, das muss aber nicht sein, Moment, mit einer Hand ein bisschen schwieriger, Busch. Moment. Saturea Busch. Das riecht aber essbar. Ich dachte an Salbei. Ja. Oh, ist das schön. Guckt euch das an. So sieht das hier gerade aus. Und hier wird was gebastelt. Das waren so die Überreste, die ihr da auf dem Podest gesehen habt. Dass wir hier mal sowas zum Hinlegen haben. Richtig schön. So. Dann ging es hier weiter. Das habe ich ein bisschen eingehakt. Das hat sich verheddert. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist das. Guckt euch das mal an. Ah, die Akelei. Ist das nicht ein Prachtstück? Ist die nicht schön? Richtig, richtig schön. Wow. Sollen wir mal weiter gucken, ob es noch mehr gibt? Nur mal hier lang. Oh, es ist eine gestorben. Hä? Ach doch, da ist sie. Komm mal her. Ich helfe dir mal. Vielleicht helfe ich dir noch mit dem Stöckchen. Kann ich dich noch mal? Moment. Kann ich dich nicht hier erstmal? Guck mal. Oh, ist die schön. Ist die schön. Da. Wow. Ja, der werde ich gleich noch helfen, bevor ich abhaue. Oh, da unten wächst auch noch eine. Da unten wächst auch der Gemüsebaum, erinnert ihr euch? Vielleicht zeige ich den gleich nochmal. Hier haben wir auch nochmal Akelei. Ja, man sieht, es war stürmisch. Hier auch. Vielleicht richten die sich ja gerade auch erst wieder auf. So, weil die Natur findet immer irgendwie ihren Weg. Ach, was schön. Sind auch unterschiedliche Lilatöne, ne? Hier haben wir auch nochmal. Die darf sich hier gerne weiter breit machen. Ach ja. Jetzt kann ich mich echt in die Hängematte legen, ne? Das Treppesteigen war gerade intensiv. Was haben wir hier denn? Ach, ist das auch Wald, vergiss man nicht? Das ist ja spannend. Hier haben wir auch einen. Tja, Überraschung, Überraschung. So. Oh, Schatten tut gerade gut. Denn ich habe schon so viel Sonnenbrand gekriegt. Das muss man sich ja nicht immer antun. Ich zeige euch noch mal kurz den Gemüsebaum aus dem letzten Jahr. Der braucht einen schattigeren Platz, weil er sonst so riesig wird. So, und hier hat er auf jeden Fall Konkurrenz. Hier, guck mal. Da hatte ich den hingepflanzt, haben ein Bäumchen gesetzt. Und jetzt kommt er wieder. Der sah nämlich ziemlich tot aus letztes Jahr. Und jetzt hat er den Platz richtig gut angenommen. Ein ganz besonderer Platz. Ja, so sieht es von hier hinten aus. Eigentlich ja ein Teil, der ziemlich, ziemlich privat ist, aber ich denke, ich habe ja auch nichts zu verbergen oder so. Bis auf, wenn es mal nicht aufgeräumt ist, das muss ich jetzt nicht unbedingt in die Videos nehmen. So, ich tingle mal weiter, denn hier vorne, also der Weg, das wird hier auch demnächst irgendwann mal gesenzt. Hier sieht es derweil so aus. Oh, die Möhrchen, die könnten ja schon bald mal was sein. Spannend. Okay, das ist ja schon mal eine Größe, die gar nicht mal zu verachten ist. Dann haben wir hier überall, ach, hier den Postelein, Portulak, auch schon massig rausgeerntet. Man sieht das gar nicht, aber ja, da der Wind auch reingepeitscht. Sieht auch wunderbar aus, finde ich. Schönes Blütenmeer. Kann man auf jeden Fall futtern. Ja, jetzt habe ich entdeckt, dass das Ding hier nicht überlebt hat. Tja, keine gute Idee. Da muss ich irgendwie, ja, traurig. Passiert halt, gehört dazu. Und man lernt dazu. Ich wusste, braucht fleißig Wasser, aber ich konnte nicht immer hier sein. Also die Pflanzen, die müssen so überleben können hier bei mir, auch wenn ich mal nicht da bin. Und somit, ja, löppt sich da alles zurecht. Oh, hier auch richtig schöne Sachen drin. Aber das kennt ihr alles, das will ich euch nicht nochmal zeigen. Ja, und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich zeige euch jetzt nochmal den Gartenzaun-Mode. Wie es aussieht, wenn man im Garten vorbeiläuft als Spaziergänger. Also so einfach so, ja, so wie ich das gesagt habe. Oh, ja, aber das mache ich gleich in Ruhe. Ich verschwinde erstmal gleich hinter der Kamera. Ach hier, so sieht es bei uns aus. Unsere Kolonie ist gar nicht so groß. 50 Parzellen, glaube ich, ungefähr. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig.
Ja, so sieht es bei mir aus. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Guck mal. Richtig schön. Ach, schön. Guckt euch das an. Schönes Fleckchen Erde. So, ich hoffe, das kann euch da draußen ein bisschen Inspiration bieten, ein bisschen, ja, auch den Aspekt, dass die Natur uns gut tut, dass sie es, ja, dass sie uns sehr viel Kraft schenkt, wenn es uns schlecht geht und uns auch die Energie auftanken kann. Ja, trotz dessen, dass ich jetzt die Kamera in der Hand hatte, sogar einen zweiten Versuch hatte, was mich ehrlich gesagt gar nicht tangiert hat in dem Sinne, dass ich jetzt den Kopf hängen habe lassen, sondern ich habe einfach weitergemacht. Ich hab auch gar keine Energie, um mich zu ärgern, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt stehe ich hier auf meinem Weg, bin ich alleine. Nicht, dass hier hinten wer noch drauf ist. Moment. Nö. Ja, und darf meinen Garten betrachten. Weiß, dass ich jetzt noch ein Video im Kasten habe. Ja. Dann kann mich gleich nochmal kurz in die Hängematte flitzen und gehe das wieder nach Hause. Ich werde gebraucht. Und ja. Was für ein Tag. Ja. Was für ein Tag. Ich bin bettfällig. Definitiv bettfällig. Ja. So. Für alle, die neu bei mir sind, ich würde mich freuen, wenn ich euch nächstes Mal wieder begrüßen dürfte. Und generell wünsche ich allen dann auch noch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Genießt die Zeit raus in die Natur. Oh, ab in den Garten, es heilt, es tut gut, es ist, also wer Frieden finden möchte in sich, jedenfalls eine Zeit lang als Pause, dem kann ich einen Garten nur ans Herzen legen. Guckt euch das an, das sind 3,5 Jahre, 3,5 Jahre, letztlich mit Hilfe dann nachher dieses Jahr, noch ein bisschen mehr, ich hatte auch zwischendurch mal Hilfe, aber größtenteils ist das schon, ja, von mir gekommen und ja, wenn das mal nicht ein Beispiel ist und vor allen Dingen mit Handicaps, ja, will ich nicht weiter drüber reden. Also bleiben wir beim Positiven. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus und weg.